So, da kommen noch ein paar. Hier gleich. Weitermachen. Oh Mann, ey. Dabei ist es noch nicht mehr so viel. Wir scheitern hier an solchen Banalitäten. So. Jetzt aber. Endspurt. Jetzt macht den da noch fertig, die beiden. Ach, hier haben wir auch schon Turm eingenommen. Na, immerhin. Jetzt sind wenigstens keine Türme in der Nähe. Na, doch, aber Soldaten. Ach, die lenken die noch ab. Naja, gut. Aber jetzt. Ah. So. Jetzt der nächste Turm. Ach, hier ist noch ein großer Turm. Ach, hier geht's ja noch weiter. Oh, warum die denn jetzt schon? Ziehen sich hier noch durch. Wir haben die bis hier hinten schon eingenommen. Auch nicht schlecht. So, hier kommen ja so wenig Soldaten raus. Was soll der Mist denn? So haben wir aber nicht gewettet. Och, ein großer Turm. Das ist ein Spaß immer. Vielleicht sollte ich mal kommen. Bevor wir die jetzt leichtfertig verballern, unsere Soldaten, sammeln wir nochmal und dann greifen wir beide Türme gleichzeitig an. Dann bringt das hoffentlich auch was. So, dann können wir nämlich aber auch mal hier oben die ganzen Türme abreißen. So, und die alle schon mal da runter schicken. Das sind dann immerhin schon mal noch ein paar mehr Soldaten. Und ich kann gleich mal hier unten ein Lazarett hinbauen. So. So. Du runter. Hier ist auch noch ein Turm. Du dahin. Na, komm. Hier, du. Auch darunter. Ach, die gehen jetzt hinten lang. Ja, sollen sie doch. So, hier. Du dahin. Hier oben. Das nicht auch mit entfernen? Nee. So, ihr beiden. Hier habe ich noch einen Turm übersehen. So. Hier, die Türme sind auch unnütz. Sammeln wir mal von überall noch Soldaten her, wo wir sie nicht brauchen. Der Turm kann weg. Auch wenn wir dann nicht mehr sehen, was da denn vor sich geht, aber da geht ja eh nicht viel vor sich. So, hier. Kann alles noch rauskommen. Hier, hier auch. Hier da auch. Und seit 30 Minuten schon nicht mehr gespeichert. Was? Habe ich jetzt alle rausgeschickt? Das wollte ich nicht. Naja, und dann bleibt halt ein Bogenschütze drin, ist ja auch wurscht. So. Alle hier runter. Hier auch. Alle da unten sammeln. Hä? Was gehen die hinten lang? Ist das echt kürzer? Hätte ich ja nicht gedacht. Oder die bauen einfach nur Scheiße. So, was können wir denn hier? Wir können uns ja mal wieder ein paar Sachen zaubern. Schnee schmelzen, wir können Steine, Fische, göttliche Gabe, Stein zu Eisen, naja, göttlicher Schild. Hilfe herbeirufen, Samurai-Schwert. Ach komm, ich mag lieber das Spiel mit der göttlichen Gabe. Ah, seht da, Bögen brauchen wir natürlich unbedingt. Dann noch ein paar Schwerter. Da
Das ist ja schon mal eher was. Können wir eigentlich aufrüsten? Nee, noch mehr Bögen. Und noch mehr Schwerter. Und noch mehr Bögen. Alter, was wir hier an Bögen bekommen gerade. Ist ja der Hammer. Und auch noch ein bisschen Kohle. Boah, und jetzt noch mehr Kohle. Ja, supi. So, wir rüsten aber mal die Schwerkämpfer auf. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Ja, da können wir doch gleich noch ein großes Wohnhaus abreißen. Wir sind immer noch knapp 90 drüber. Was heißt knapp? Wir sind genau 90 drüber. Und dann können wir wieder ein neues großes Wohnhaus bauen. Ja, ja, so funktioniert das. Nur das Lazarett baut hier keiner. Was soll das denn? Ist das zu weit weg? Mine fördert nichts mehr. Was? Ist die hier alle? Hier, das kann doch auch alles abgerissen werden. Braucht da auch keiner mehr. Hier steht noch einer dumm rum. Und das Ding auch. So. Jetzt wäre nur ein Lazarett halt cool. Und dass das schon mal stehen würde. So, hier sind noch so viele Schwerter und generell Waffen. Die könnt ihr alle noch benutzen. Und euch verwandeln. In tödliche Kampfmaschinen. Von mir aus. So, hier liegt Fisch rum, wie bekloppt. Aber keine Kohle mehr da. 53, 56. Hier hat man noch eine. 56. Was sagen die Minen? Die Eisenerzminen, die fördern noch ein bisschen mehr. Und hier 6. Das ist ja ernüchternd. Dann, machen wir doch mal Folgendes. Hüpp. Hüpp. Vielleicht finden wir ja da noch ein bisschen Kohle. Wäre mal eine Idee. Was ist hier oben? Was bewegt sich da denn? Ach, da holt noch wer Kohle. Ja, die sind ja schlau. Das muss man denen lassen. Teilweise sind die, also das sind nur die Soldaten, die so doof sind. So, das ist ja jetzt schon wieder doch eine kleine Streitmacht. Hier oben sind ja noch mehr. Aber es sind hauptsächlich Bogenschützen. Nö, es geht. Auch viele Schwertkämpfer bei. Das ist supi. Jetzt tragen die hier die Kohle weg. Gar nicht mehr zu schmelzen. Vielleicht könnte ich ja mal ein bisschen höher den Wert für die Schmelze legen. Ach, ich habe gar nichts draufgelegt. Deswegen. Stimmt, das hatte ich ja weggemacht. Ach, dann ist ja klar. War ja mein eigener Fehler. Meine eigene selber Schuld, ne? Wie es so schön heißt. So, ihr hier alle, die hier rumsteht. Gesellt euch mal zu unseren anderen Soldaten. Achso, wollte ich nicht mal hier speichern? Hat er denn nicht was angezeigt? Was können wir denn mal hier? Die Asiatenkampagne 2 Mission, die können wir mal überspeichern. Ach, ich bin ja doof. Mit dem Gold gerade. Wie blöd von mir. Da habe ich nicht aufgepasst. Warte mal, hier ist ja Gold. Das könnten wir auch gut gebrauchen. So, jetzt liegt hier das ganze Brot und das Eisen rum, was noch übrig geblieben ist. Vielleicht können wir dann mal sagen, die Eisenschmelze kriegt ein bisschen weniger. So, jetzt habe ich was gesagt. Machen wir noch weniger. Die Destillen können auch weniger. Eigentlich brauchen die gar nichts mehr. Weil wir eh gleich hier durch sind. Ne? Ja. Werkzeugschmiede kriegt noch ein bisschen was. Waffenschmiede, Goldschmiede gleich viel. Goldschmelze, so. Eisenschmelze noch ein bisschen weniger. Dann haut das hin.
So, hier am Sumpf staut sich's wieder. Kennen wir ja das Spielchen. So, dann müsste jetzt eigentlich auch unsere Kampfkraft... Nee, ist bei 50 noch. Na gut, bei 2 Goldbarren bringt das, glaube ich, noch nicht so viel. Kann ja schon wieder zaubern hier. Kannst du? Nee. Kann Stein in Eisen verwandeln. Ah ja. Ist jetzt nicht so der coolste Zauber. Aber besser als gar nichts.